kann man die Kids motivieren, auch wirklich morgens nicht nur was Ungesundes reinzustopfen, sondern auch so ein kleines bisschen mal Spaß an Obst, an Gemüse, an Joghurt, an Wasser. Viel trinken ist ja wichtig zu bekommen. Wir versuchen das mit verschiedenen Aktionen. Wir machen auch in einzelnen Klassen gesunde Frühstücke. Wir hoffen da auch immer auf die Unterstützung der Eltern. Die haben wir auch im größten Teil hier bei uns. Die kommen auch immer dann morgens in die Schule und helfen, wenn wir solche Aktionen machen. Wir haben auch im Rahmen von Klasse 2000 machen wir Projekte mit den Kindern, wo es um gesunde Ernährung geht und auch Bewegung natürlich dazu. Und haben auch im Rahmen der Projektwoche den Ernährungsführerschein mit den Kindern gemacht. Da hatten wir ganz viele Anmeldungen. Das interessiert die Kinder sehr, gesundes Kochen und gesundes Essen und Frühstücken. Schön, dass ihr alle heute Morgen hier seid. Die Aktion Mundwerk ist was ganz Tolles für euch. Wir haben ganz viel zu essen dabei. Das ist das Schönste. Und es gibt die leckerste Unterrichtsstunde im ganzen Saarland heute Morgen für euch. Ist das cool? Ja! Das Korn ist nicht geschält und die Vitamine stecken direkt unter der... Ja! Was habe ich hier für euch? Karotten! Und da ist welches Vitamin drin? Ja! Und die Karotten sind gut für die... Ja! Wer mag von euch Orangen? In Orangen ist was drin? Ein ganz großes Vitamin, nämlich ein Vitamin? Lauter. Wir haben mehr zu trinken, als wir trinken können. Wir haben viel mehr zu essen, als wir essen können, Kinder. Und deswegen gibt es ein Wort von mir, das holt ihr mit nach Hause. Nämlich das ist Respekt, ja? Respekt vor Trinken, vor Essen. Denkt an die ganzen Kinder in Afrika, die nichts zu essen haben oder wenig zu essen haben, die wären froh, die hätten mal so viel wie wir hier, ja? Und die hätten so ein tolles Frühstücksbuffet, was ihr nachher gleich essen könnt alles, ja? Deswegen mit Lebensmitteln und Getränken immer respektvoll umgehen. Kinder, das ist ganz wichtig.